So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hinter Kaifek. Heute auf der neuen Map-Version 1.2.0.0. Und es haben sich ein paar Sachen geändert. Ihr braucht auf jeden Fall ein komplett neues Savegame. Das habe ich mir jetzt am Wochenende zusammengeschustert wieder. Ich hoffe, dass ich auch alles ungefähr so wieder hingekriegt habe, wie es davor war, auch von den Feldzuständen her, Kontostände und Füllstände. Können wir aber gerne auch gleich nochmal kurz durchgehen. Aber jetzt gehe ich mal schon mal auf ein paar von den Fixes ein. Denn es sind jetzt alle Wiesen auf der Hinterkaifek sind jetzt düngbar. Dann hat man Anpassungen der Straßentextur an manchen Stellen vorgenommen. Großfläche Terrainanpassung, das heißt gravierende Unebenheiten auf Feldern und Wiesen wurden begradigt. Flora und Fauna teilweise entfernt, hinzugefügt oder umgestaltet. An diversen Stellen Bäume umgepflanzt und Gras gesät. Dann an der kleinen Grünfläche neben den Schafen war Baumeister Bob zugange. Diese wurde nun geschottert und teilweise wieder mit Büschen und Bäumen bepflanzt. An dieser Stelle kam ein neuer Unterstand hinzu. Und sofern das Strohbergungs-Addon installiert ist, befindet sich dort im Singleplayer bereits die Halle mit Kran. Im Multiplayer ist die Halle inklusive der Abpackanlage schon platziert und gehört zum Schaf- und Pferdehof. Falls ihr das Addon nicht im Mod-Ordner habt, bekommt ihr das erste Mal einen Error in der Log. Dieser verschwindet aber beim nächsten Spielstart. Also ist auch schon mal alles fürs Strohbergungs-Addon vorbereitet. Das sind auch in den Silos ist das jetzt schon mit drin. Pellet-Verkauf gibt es schon auf der Karte. Den, was ihr jetzt hier oben gerade seht, über Feld 29 beim Sägewerk, den habe ich selber platziert. Aber ihr könnt auch die Pellets an den Verkaufsstellen verkaufen. Dann wurde noch angepasst Trigger beim Sägewerk, um ein ständiges Öffnen und Schließen der Tore beim Abladen zu vermeiden. Dann wurde noch die Fläche auf der Rückseite vom Händler vergrößert und ein zweiter Store Place dort eingefügt, dass es jetzt quasi reicht für große Fahrzeuge, dass ihr alles spawnen lassen könnt, was ihr braucht. Dann gibt es noch die meisten Hinweisschilder, lassen sich nun mit den Triggermarkierungen ausblenden. Okay. Map-Umrandung wurde angepasst bzw. etwas verschoben, um Forstflächen nahe am Maprand komplett nutzen zu können. Ist auch nicht schlecht. Gebüsch, welches bei Bäumen auf der Wiese neben Feld 26 war, wurde geändert, sodass man nun nicht mehr hängen bleiben sollte. Jetzt kommt es mit den Pellets. Heu- und Strohpellets in den Futtersilos bzw. Lagersilos bei allen Höfen eingetragen. Pellets können auch an verschiedenen Stellen verkauft werden, sollte auch alles in der Ingame-Übersicht stehen. Das haben wir schon. Dann, es wurden Silo-Displays am OGF-Hof und bei der BGA vorplatziert. Wer diese nutzen möchte, benötigt folgenden Mod Silo-Displays. Den haben wir auch schon benutzt. Das schauen wir uns jetzt auch gleich schnell an. Weil wir haben uns ja an den Silos hier diese Anzeige ist jetzt vorplatziert, wenn ihr den Mod habt. Weil wir haben es ja hier am Tor gehabt, weil wir es da vorne nicht platzieren konnten. Dann bei Kalk, Dünger und Saatgut steht jetzt hier auch ein Display drin. Konnten wir ja auch nicht hier rein platzieren, ist jetzt vorplatziert hier. Und hier haben wir jetzt das Futter, die Futteranzeige. Und da seht ihr auch gleich Stroh- und Heupellets mit eingetragen.
gibt es jetzt hier drin? Weil wir hatten es ja hier außen. Und bei der BGA ist es dann auch schon vorplatziert. Nur, dass ihr wisst, was gemeint ist. Aber das haben wir ja vorher schon genutzt. Ist für mich oder für uns eine Erleichterung. Weil ich es nicht bei jedem, bei jeder Map-Version neu platzieren muss. Denn die sind jetzt schon mit drauf. Dann wurde Kalkdünger und Saatgut aus dem Farmsilo am OGF-Hof herausgenommen. Das habe ich ja schon in einer Folge angesprochen. Dass in dem Silo auch nochmal Saatgut, Kalk und Dünger reinging. Gibt es jetzt nicht mehr. Ist nur noch in dem davor gesehenen Silo verfügbar. Dann Kapazitäten wurden an verschiedenen Silos geändert. Anpassung der Collies an verschiedenen Objekten. Neue Default Vehicles.xml. Hof ist nun aufgeräumt und alles in den Hallen verstaut. Das heißt, wenn ihr einen neuen Spielstand startet, stehen die Fahrzeuge nicht mehr mitten in eurem Hof, sondern sind auf dem Hof in die Garagen verteilt. Finde ich eigentlich auch eine ganz coole Sache. Und jetzt noch ein wichtiger Punkt. Hofwerkstätten, OGF-Hof, Kuhhof und Kuhhof groß, inklusive Trigger eingerichtet, können separat wieder verkauft werden. Können wir auch mal schauen. Das ist nämlich hier, deswegen habe ich hier den Glas stehen. Diese Werkstatt ist jetzt seit dieser Version schon so vorhanden. Das heißt, wir mussten auch keine Werkstatt mehr platzieren. Ist hier alles schon wieder mit dabei. Finde ich auch eine wirklich super Neuerung. Gefällt mir sehr gut. Dann gab es noch diverse Fixes an den Tierstellen. Kühe verbrauchen zum Beispiel ihr Futter nun gleichmäßig. Und diverse kleine Veränderungen und Anpassungen wurden vorgenommen. Das war so im Groben und alles, was sie geändert haben, was zumindest in den Changelogs steht. Und wie gesagt, wenn ihr die Maps so nutzen wollt mit den Silo-Displays, müsst ihr natürlich auch unten auf den Link gehen, wo die Map-Version ist. Da ist dann auch die Silo-Displays, sind dann mit verlinkt. Weil die sind ja vom Modder GTX und die braucht ihr dann, sonst funktionieren die Silos nicht, die Displays nicht und sind auch nicht da. Aber ich würde jetzt sagen, es war jetzt in der Hinsicht genug von der neuen Map-Version. Wir können uns allerdings nochmal gerne den Händler noch anschauen. Da ist jetzt hier hinten die Großfläche mit dazugekommen, wo die Fahrzeuge auch noch spawnen. Also ihr habt hier eine Reihe, wo sie spawnen und vorne wie gehabt. Da habt ihr dann genug Platz, um hier alle Fahrzeuge zu spawnen. Das ist der Pferdestall, dann gehen wir noch zum Schafstall. Ich glaube, der müsste hier hinten sein. So. Und da sehen wir schon, da laufen wir schon drauf zu. Da ist die Halle vorplatziert. Aber dazu gesagt ist, es ist jetzt nur die Halle mit dem Kran und Lagerfläche. Es ist nicht die Halle mit der Pelletieranlage. So wie ich das verstanden habe, steht die hier nur mit der Pelletieranlage, wenn ihr im Multiplayer spielt. Das heißt für uns, wir werden auf jeden Fall die Halle bei uns am Hof noch platzieren müssen. Und die Halle sieht auch gut aus. Die sieht nämlich so ähnlich aus wie unser Ballenlager. Dann springen wir aber auch noch schnell zur BGA rüber und schauen uns hier die Displays an. Oder hat sich ja sonst noch was verändert? Hier war ich nämlich selber noch nicht. Das Display war ja schon. Ach hier. Genau, da ist hier das kleine Display verbaut. Wenn euch das gehört, wird es hier auch angezeigt. Für die Gülle- und Gärreste dann. Somit haben wir jetzt die ganzen Neuerungen auf jeden Fall schon mal durch. Dann springen wir wieder zurück zu unserem Hof.
Ach genau, noch wichtig, der Schlafträger hier, den musste ich diesmal nicht hier platzieren, der ist schon vorhanden gewesen. Also alles, was wir so ziemlich platziert haben, ist jetzt fest mit verbaut, was uns eigentlich das Ganze erleichtert, weil es zur Karte schon dazugehört. So, die Felder habe ich auch so weit hergerichtet. Wie wir sehen, unsere Wiese 8 wäre mähbereit. Die müssen wir auch noch machen, bevor es in den Herbst-Winter geht. Die Felder sind jetzt alle gegrubbert. Weil ich habe erst leider gesehen, dass die neue Map-Version draußen ist, wo ich das Offscreen fertig gemacht habe. Aber jetzt habe ich es mit dem Tool halt gleich vorbereitet, dass unsere Felder alle gegrubbert waren. Gekalkt sind sie in der Hinsicht auch schon. Wir müssen sie quasi jetzt noch einmal komplett durchdüngen. Was wir jetzt dann gleich tun werden. Und die Wiese mähen. Aber als allererstes würde ich mal sagen, schauen wir mal, was unsere Silage sagt. Der Ballenspieß haben wir nämlich auch hier. Da füttern wir jetzt erst die Tiere und werden dann nochmal Mischfutter herstellen als allererstes. Kühe haben wir wie immer noch die 30. Der Füllstand von Milch und Gülle habe ich so weit übernommen, was wir davor auch hatten oder beziehungsweise durch Spulen wieder gekommen ist, weil ich ja genau bis an die Jahreszeit wieder gespult habe, wie wir jetzt wieder sind. Die brauchen auf jeden Fall Futter. Und ihr habt auch geschrieben, dass wir für den Hof eigentlich einen Kramer her tun sollen, für Hofarbeiten. Das ist ja auch kein Problem, das können wir auch gerne tun. Aber wie gesagt, halt erst, wenn wir genügend Geld dafür haben. Weil aktuell ist es einfach nicht mit drin. Weil wir haben noch den Kredit, wir müssen die Halle noch bauen. Wir müssen noch vorbereiten, wo die Halle platziert wird. Dann müssen eventuell noch Bäume weg. Aber das sehen wir jetzt in dieser und in der nächsten Folge. Da wird jetzt einiges passieren zu dem Thema. Weil ich mir dachte, wir machen jetzt ein bisschen was anderes. Hier habe ich auch einen anderen Unterstand genommen. Einer, der ein bisschen höher ist. Die Deko hier ein bisschen verändert. Den Baum hier auch stehen lassen. Die Tankstelle bloß mit dazugefügt. Ansonsten ist eigentlich alles gleich. Ich glaube, Fahrzeuge habe ich hoffentlich auch alle noch, wie wir davor hatten. Hier ist auf jeden Fall wieder unsere Überdachung. Das Ballenlager ist auch da. Und was ich auch noch mit dazugefügt habe. Was, das voll okay? Nachdem wir hier das Schlauchsystem haben, haben wir hier schon mal einen Verlängerungsschlauch und eine Pumpe zum Arbeiten. Muss mir nur noch mal einen normalen Standardschlauch dazu holen. Dann können wir auch nach und nach die Gülle verarbeiten in Zukunft. Dass wir den vollen Umfang der Karte auch nutzen können. Machen wir hier noch schnell sauber. Das ist so ein Problem. Dieses Eckchen hier kriege ich komischerweise nicht mehr sauber. Aber das ist halt jetzt so. Ich glaube, da ist nochmal so eine kleine Kollision drüber, dass ich da nicht rankomme. So, dann holen wir jetzt auf jeden Fall schon mal den Ballenspieß. Und dann werden wir mit unserem Futtermischwagen mal die erste Ladung Mischfutter herstellen.
Was habe ich denn eigentlich hier in den Hängern drin? Müssen wir auch gleich mal reingucken. Oh, mit dem Ballenspieß funktioniert es auf jeden Fall jetzt gut. Also im Großen und Ganzen muss ich auf jeden Fall noch abschließend sagen, die neue Map-Version gefällt mir wahnsinnig gut. Bin schon gespannt auf die nächsten Sachen. Was so kommen wird. So, jetzt schalten wir den nochmal an. Da frage ich mich allerdings nur, wie wir das machen, weil das Futter geht ja hier an der Seite raus. Da müssen wir ja, so wie es ausschaut, fast den Hänger mit drunter nehmen. Dass wir das dann vielleicht auch gleich mal ins Silo packen können. Den holen wir uns jetzt schnell, dass wir das gleich mal alles vorbereitet haben. Dann können wir auch mit dem Mischfutter gleich weiter rüberfahren. So. Ich glaube, den Haken haben wir eh auf der Seite hier. So, dann fahren wir da mal hin. Und dann lassen wir das Ganze mal hier so stehen. So, jetzt ist nur die Frage, was war jetzt das richtige Verhältnis? Ich werde jetzt einfach mal zwei hiervon nehmen und wir brauchen Stroh und Heu dazu, wenn ich mich nicht täusche. Und Stroh. Okay. Sehr schön, dass er da nicht ganz reinfährt, aber so, dann packen wir gleich mal einmal Stroh noch mit rein. Manchmal piekst du einfach nicht rein in die Ballen.
So, und dann schauen wir jetzt mal schnell. Warte mal, wo ist die Anzeige? Sehe ich das hier, wenn ich davor stehe? Oder muss ich jetzt dazu angehängt haben? Ja, ich muss angehängt haben, das ist das Problem. Dann lasse ich ihn nochmal runter. Dann können wir nämlich stationär betreiben. Das heißt eigentlich einen Strohball und von den anderen können wir jetzt jedes Mal nochmal zwei reinpacken. Und wieso lässt er jetzt nicht mehr aus? Genau. Wieso kriegen die Zapfwelle jetzt wieder nicht weg? So, dann packen wir jetzt auf jeden Fall gleich nochmal einmal Silage mit dazu. So, dann gibt es jetzt gleich nochmal einmal Heu und dann kontrollieren wir nochmal. Dass wir hier auch das richtige Futter kriegen. Das sieht auf jeden Fall schon mal super aus. Das heißt immer zweimal Silage, zweimal Heu und einmal Stroh. Dann packen wir jetzt gleich mal von der Silage hier nochmal zwei raus. Im Stroh haben wir jetzt wahrscheinlich deutlich zu viel. Aber ist halt so. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen, ohne dass er auslupft. Ja, das hat schon mal funktioniert. Da funktioniert es jetzt wahrscheinlich nicht mehr, weil der runtergefallen ist, aber Scheiße, warum geht der jetzt nicht rein? Sorry. Habe ich die Füllmenge hier ein bisschen überschätzt? Oder wie viel kann ich mit dem mischen? Wo ist er denn? 26.000 Liter. Ja gut, der ist voll. Der ist voll.
Dann würde ich aber auch sagen, werden wir die erste Mischung hier gleich ins Futtersilo packen. Ist trotzdem eine gute Mischung geworden, muss man sagen. Ist zwar ein bisschen mehr Silage drin. Könnte man beim nächsten Mal so machen, 3, 3 und 1. Also 3x Heu, 3x Silage und 1x Stroh. Weil da würde ich jetzt dann nämlich gleich mal ein paar Ladungen vorbereiten, dass wir da was im Futtersilo haben. Ich hoffe, es geht auch rein von der vom Futtermischer aus. Perfekt. Dann laden wir das gleich mal aus hier. Dann würde ich sagen, sind wir hier auch am Ende dieser Folge. Gut, die neue Map-Version hat natürlich auch viel Zeit gefressen. Dafür haben wir auch ein bisschen länger gemacht.